Hallo, ich bin der Fabian und ich zeige Ihnen heute, wie wir am Vitali den Controller wechseln. Zur Arbeitsvorbereitung. Ich habe das Ganze hier auf den Biertisch gestellt, damit ich einfacher dran arbeiten kann und habe mir vorab die Sattelstütze entfernt. Einfach nur aus dem Grund, dass ich hier besser arbeiten kann. Für die Arbeit selbst benötigen wir ein paar Werkzeuge. Einmal einen Seitenschneider, einen Winkeltox T15, einen 7er Ringmaulschlüssel, einen 4er Imbus und einen 3er Imbus. Als letztes brauchen wir dann noch einen Kabelbinder, aber das sehen wir dann später. So, der erste Arbeitsschritt ist, ich löse hier diese Klemmschrauben. Auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und nun kann ich das Ganze ein bisschen nach hinten ziehen, damit ich hier einen besseren Abstand habe und freier dran arbeiten kann. Als nächstes nehme ich mir den Winkeltorx und löse mir hier die Schraube erst einmal vor. So. Und jetzt versuche ich das Ganze mit dem Kugelkopf rauszudrehen. So, die ist jetzt schon vollständig gelöst. Jetzt kann ich die Kappe hier oben abziehen und ziehe mir auch gleichzeitig die Schraube hier mit raus, weil wir ja den Controller wechseln. So, nun mache ich mir die Kabel hier jetzt erst einmal frei, damit ich so einen kleinen Überblick habe. Löse mir hier mit dem Seitenschneider den Kabelbinder und arbeite jetzt einfach mal die Kabel auseinander. Jeder Stecker hat seinen passenden Stecker, also Sie können wirklich keinen Stecker falsch anstecken. Die Stecker haben wir jetzt erstmal alle. Jetzt nehme ich hier mein 7er Ringmaul und löse mir hier diese messingfarbenen bzw. Messingmuttern. Das Ganze kann ich mir etwas vorlösen und das Ganze dann leicht mit der Hand gerade rausdrehen. Was wichtig dafür ist, bevor ich das Ganze jetzt entferne, die Plusseite ist immer auf rechts. Das Pluskabel ist hier einmal das rote und einmal das schwarze Lichtkabel hier. Auf der linken Seite ist Minus, einmal schwarz, dick und einmal das dünne schwarz-weiße Kabel. Wenn Sie es sich nicht merken können, machen Sie am besten ein Bild davon. So, jetzt legen wir das Ganze sauber ab. Und ziehen die Kabel jetzt da ab. So, als nächstes haben wir jetzt hier zwei Halteschrauben. Die löse ich mir jetzt auch wieder erstmal mit dem Imbus vor. Und tue das Ganze dann wieder mit dem Kugelkopf herausdrehen. So, das haben wir. Jetzt ist der Controller komplett lose. Wir haben kein Kabel mehr dran. Das heißt, wir können ihn jetzt langsam nach vorne rausschieben und von unten herausheben. Jetzt habe ich den Controller ausgebaut. Das baue ich noch gleich wieder ein. Jetzt hänge ich ihn gerade wieder hinein. Verkehrt rum machen können Sie nichts. Und schraube jetzt gerade wieder die Befestigungsschrauben hier rein. Gerade wieder im Kugelkopf. Eine leicht vordrehen.
Und letztendlich gerade wieder so einen kleinen Tuck dazu. So, jetzt haben wir erstmal den Controller wieder befestigt. Jetzt kommen wir wieder an unsere Kabel. Ich sortiere mir das Ganze immer etwas vor und verbinde die Kabel wieder. Wichtig bei den drei Motorsteckern hier, bitte richtig zusammenstecken. Man denkt, sie wären richtig zusammen, aber sie lassen sich oft noch ein bisschen nachführen. Jetzt hier gucken, dass wir auch immer das passende Kabel finden. So. So. Jetzt haben wir erstmal wieder alle Stecker zusammen, bis auf die Kabel, die jetzt hier an die Kontakte gesetzt werden. Ich fange jetzt mit Minus an, also mit dem schwarzen Kabel. Dabei bilde ich mir gerne hier so eine Schlaufe und setze es mir so runter, damit ich so viel Platz wie möglich hier habe. Dann hole ich mir das schwarz-weiße Lichtkabel und setze es gerade mit drauf. Die Messingmutter tue ich jetzt erst einmal handwarm anziehen und gehe jetzt zur nächsten über. Das rote Kabel hier können Sie sich auch gern hier oben rumführen. Und dann gehen wir mit dem schwarzen Kabel, mit dem schwarzen Lichtkabel auch wieder direkt mit auf den Kontakt. Auch mal wieder erst handwarm anziehen. Und jetzt müssen wir den Ring-Maulschlüssel nur einmal in die Hand nehmen und ziehen das Ganze fest. So, fest. Jetzt müssen wir die ganzen Kabel verlegen. Ich fange immer gerne hier mit diesen Motorsteckern an, setze mir das Ganze hier ans Gehäuse. Jetzt kommt der Kabelbinder ins Spiel. Ich mache mir das Ganze hier fest, damit ich es dann einfacher habe bei der Kabelordnung. So, abgeschnitten. Jetzt führe ich von der rechten Seite die Kabel über die Motorstecker. Verlege das anständig, damit ich zum Schluss, wenn ich einen Deckel draufsetze, nichts verletze. Nun schaue ich, ob das Loch von der Schraube frei liegt. Dazu nehme ich mir gern immer einen 4er Imbus und schaue einfach nur bzw. drücke die Kabel zur Seite, die wir verletzen könnten, wenn wir die Schraube reindrehen. Jetzt nehme ich gerade die Schraube und drücke sie mir so weit vor rein, damit ich am wenigsten wie möglich mit dem Imbus jetzt hier wieder arbeiten muss. So weit vordrehen wie möglich und dann den Rest in kleinen Schritten weiter festziehen. So,
Nun haben wir die Controllerabdeckung fest. Jetzt positionieren wir das Ganze wieder so, damit der Kabelbaum hier jetzt nicht stramm liegt, sondern schön locker, und ziehen dann unsere seitlichen Klemmschrauben für den Gepäckträger gerade wieder fest. Auf der anderen Seite auch. Und so haben wir jetzt den Controller gewechselt. Ich bin mir ganz sicher, das schaffen Sie ganz locker. Viel Spaß bei der Arbeit. Ciao.